Es ist drin. Nee. Wo gibt's jetzt zu sehen? Auf Lukas Knopf TV. Best Sender in the world. Yo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr wisst jetzt höchstwahrscheinlich schon vom Titel, ich habe mir bei Amazon verdammt viele Tennisbälle bestellt. Sagt Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3 und Nummer 4. Insgesamt 48 Tennisbälle und ich hatte die glorreiche Idee, dass wir doch irgendwie probieren könnten, in das neue Root Miller, in die Laufräder, in die Reifen des Root Millers, Tennisbälle zu füllen und dann zu probieren, damit Fahrrad zu fahren. Kann mir vorstellen, es wird ein ganz schöner Akt, die Tennisbälle irgendwie da drin zu fitten, dass man dann den Reifen überhaupt wieder auf die Felgenflanke ziehen kann. Aber es könnte funktionieren, guck mal, so. Und das wäre halt schon verdammt geil, wenn man das ganze Laufrad mit Tennisbällen füllen könnte, hinten wie auch vorne. Und dann damit Trails fahren geht, Treppen fahren geht und gegebenenfalls auch noch springt. 3, 2, 1. Ich glaube, das hält auf jeden Fall. Doch, ja. Trails. Wenige Tage später, es ging einfach nicht. Die Felgenflanke war zu schmal und der Reifen auch im Endeffekt zu schmal. Ich habe mir jetzt ein richtig breites Laufrad versorgt von einem Kumpel und ein 2,8er Reifen. Ich habe jetzt schon einiges an Tennisbällen hier rein gedrückt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Stück. Habe ein klein wenig Abstand gelassen, damit man den Reifen noch in die Flanke drücken kann und ich mache jetzt einfach mal weiter und hoffe, dass wir dann den Reifen echt auf die Flanke bekommen und mit den Tennisbällen hier drin fahren können. Beim Vorderrad habe ich leider nichts, deswegen machen wir das jetzt nur am Hinterrad, aber ich bin gerade ziemlich optimistisch, was die ganze Sache hier anbelangt. Stellt euch mal vor, wenn das funktioniert. Jetzt kommt der schwierige Part. Es ist Platz. Verdammt wenig Spiel, weil die Tennisbälle, die stehen ja hier sogar über und wir müssen jetzt hier echt krass quetschen, sag ich mal. Wir probieren das jetzt zu zweit. Robert assistiert mir. Angenommen, wir kriegen jetzt hier das letzte Stück drauf gedrückt, dann wissen wir ziemlich genau, dass eigentlich nichts von der Flanke rutschen kann, weil das so verdammt fest ist. Boah, ich brech den ab. Ja. Junge, Schmidt, ja. Es ist drin. Nee. Abgefahren. Also nur, dass ihr es uns jetzt auch, ich sag mal, glaubt, ne? Hier ist frei, dann kommt hier ein Tennisball, Ball, ja. Ball, ja. Ball, 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 überall. Wie krank. Jetzt hinten 27,5er Laufrad und vorne 29 Zoll. Also wir haben jetzt hier ein schönes Fukuhila-Bike sozusagen. Es schleift minimal. Komm mal her. Zentrierschlüssel? Oder? Es schleift minimal. Das ist halt der Reifen, weil der gut. Warte. Ja, man merkt schon, dass man auf Bällen fährt. Aber es geht. Es geht, ne? Hier vorne, komm mal her. Wir sind hier übrigens bei mir in der
neuen Lagerhalle von The Motion Brand. Wir machen auch irgendwann mal hier eine komplette Tour. Hier passiert einiges, aber dazu andermal mehr. Wir haben hier an der Warenanlieferung einen ziemlich coolen Drop. Der ist so, weiß nicht, 1,20 Meter vielleicht ins Flat. Ich habe mich jetzt mal schnell umgezogen, weil uns sind jetzt ein paar dumme Ideen gekommen, wo es sinnvoll ist, sich in Schale zu werfen und nicht mehr nur hier in kurzer Hose rumzufahren. Wir bauen jetzt einen Absprung und eine Landung aus Paletten. Hier kommt der Absprung hin. Und da kommt das Brett hin und dann haben wir hier noch eine Landung dazu. Okay, Kickdown. Also es fühlt sich fast so an, als hätte man einen Platten oder sieht auch so aus. Also sehr viel Druck hat man nicht auf dem Reifen. Aber wenn man relativ schnell fährt, so wie ich jetzt für die Rampe angefahren bin, dann verteilt sich das echt verdammt gut. Wenn man noch fettere Reifen hätte und komplett ohne Abstand die Tennisbälle platzieren könnte, dann wäre es nochmal bedeutend anders. Aber man kann zumindest solche Sachen senden. Jetzt machen wir da noch definitiv noch einen Trick runter. Und dann gehen wir auf die Trails. Wir sind jetzt am Eingang von den Trails, die sich nicht weit von mir daheim entfernt befinden. Und wir machen jetzt den ultimativen Test mit den Tennisballreifen auf den Home Trails. Ein Problem gibt es nur, ich spiele euch gleich mal hier eine Slow-Mo ein. Immer wenn das Ventil unten auf dem Boden ist, macht er so. In der Slow-Mo habt ihr ja jetzt auch gesehen, es sieht aus wie ein Platten, aber die Tennisbälle, immer wenn wir unten sind, drückt es die so breit. Die Kraft verteilt es eigentlich ziemlich schön. Einziges Manko ist eben hier am Ventil. Aber genug geredet. Wir fahren in den Trail und checken, wie das so funktioniert. Ey, es geht! Die Kurve! Wow! Es geht! Die Kurve! Wow! Ey, man merkt's, aber auch irgendwie nicht. Yes! Yo! Ist das geil! Und es funktioniert einfach und es fährt sich so, wie als würde man einfach mit einem Bar fahren oder mit so 0,8. Kurve! Und es ging echt gut. Ich bin jetzt trotzdem noch ein klein wenig zaghaft in die Line rein und Robert hält jetzt noch mal drauf und ich versuche mich mal so wie sonst auch hier in die Kurve reinzulassen und noch ein bisschen schneller hier durchzufetzen, weil man kann eigentlich echt Vertrauen darin haben, weil es funktioniert einfach. Es ist der absolute Wahnsinn. Und wir müssen irgendwann auf jeden Fall am besten ein Fatbike mit so richtig fetten Felgen und Reifen und dann können wir halt echt komplett überall die Tennisbälle reinmachen und dann verteilt sich der Druck halt so krass und dann ist das bestimmt wie so ein ganz normaler Reifen. Natürlich hat man mehr Gewicht und vielleicht auch so kleine Kanten, aber wenn das komplett gefüllt wäre und hier diese Lücken nicht hätte, dann wäre es mega
bin echt stoked. Ich gebe nochmal mehr Gas und lasse mich richtig in die Kurve rein. Wenn es gut läuft, mache ich einen Sui an diesem kleinen Sprung davon. Oh, Mini! Yes! Oh, Mini! Yes! Okay, ich gebe Robert jetzt gleich den Chesty und er fährt mir hinterher. Dann könnt ihr das mal sehen, wie das bei einem Train in einer Followcam aussieht. Ihr könnt mal hinten auf den Reifen gucken. Der ist schon ganz schön platt, aber es funktioniert. Okay. Auf der Geraden bin ich nicht so schnell. Alter, wie sketchy das manchmal ist. An dem Rollgeber-Sprung? An dem ersten Sprung. Und ich wusste, ich springe hier rein, weil ich schneller war. Habe ich bis gebremst, gerade noch geschafft. Also Feedback, Robert hat gesagt, er hatte schon ein bisschen zu tun, weil ich war etwas langsamer als sonst. Unten ist ja das Roadgap und ich habe mich kurz davor entschieden, ja, ich probiere es. War aber viel zu kurz natürlich. Aber wir sind den Trail einmal komplett bis unten gefahren. Bis auf, dass es ein bisschen schluckt und man hier am Ventil diese Miststelle hat, ist es eigentlich Bombe und hat funktioniert. Wir sind jetzt auf einem weiteren Trail und hier geht es jetzt 10, 15, 20 Meter nach unten und da ist ein richtig schöner Absprung in den Hang rein, schön weit in den Wald rein senden mit den Tennisbällen im Hinterreifen. Ab! Einfach nur den auszuspringen und so einen kleinen Tabletop zu machen, macht schon verdammt Spaß. Und da unten in die Kurve, jetzt weiß ich, wo es lang geht, kann ich mich glaube ich auch schön reinlegen. Wir haben ein großes Problem, komm mal her, groß ist der richtige Ausdruck, denn zuvor hatten wir hier 10 cm Platz und jetzt haben sich die ganzen Tennisbälle hier um eine ganze Länge verschoben und ich glaube jedes Mal, wenn man fährt, drückt ja die Tennisbälle zusammen und dann schieben die sich hier zusammen. Man merkt jetzt hier fast keinen Abstand mehr, gut, hier ist einer, aber die sind näher zusammen und genau hier am Ventil sind die eben weg. Das merkt man halt schon, wie die Lücke immer größer wird. Auf 2/3 oder 3/4 vom Reifen rollt man ziemlich gut und dann kommt jedes Mal so ein Tuff, Tuff, so ein Schlag. Okay, ich mach noch einmal. Leider. Ihr habt es gemerkt, haben wir jetzt dieses riesengroße Stück, wo sich kein Tennisball befindet. Aber als Abschluss des Videos müssen wir einfach noch ein Treppenset fahren. Wir waren ewig nicht urban fahren aufgrund der ganzen Situation jetzt, die wir hatten. Aber hier befinden sich ein paar schöne Treppen im Wald, Holztreppen. Deswegen auch ein bisschen softer für die Felge, die unter dem Reifen liegt, wo kein Tennisball ist. Wenn wir da einen groben Schlag bekommen, ist das mit Holz vielleicht nicht ganz so schlimm. Haben hier eine Treppe, die runter geht und dann geht es hier endlos weit nach unten und das ist der letzte Test für die Tennisballreifen. Ab geht's. Hier oben führt jetzt ehrlich gesagt auch noch mal so ein kleiner Trail bis hin zu den Treppen und den nehme ich jetzt auf jeden Fall noch mit. Yes! Und jetzt die Treppen. Ach du! Yo! Oh, es geht! Yes!
Yes! Alter! Und das Loch hinten wird immer größer. Zwei Hand breit, dritte Hand, ja, drei Hände breit. Keine Tennisbälle. Es war auf jeden Fall ein krönender Abschluss, aber ihr hört, das Loch wird leider viel zu groß. Ich denke, wenn wir breitere Felgen haben, breitere Reifen, dann könnte das richtig, richtig gut funktionieren. Aber an der Stelle ist leider das Video zu Ende. Es wird immer beschissener damit zu fahren. Wir müssen jetzt noch ein, zwei Kilometer schon heim. Wird, glaube ich, ein Kampf mit dem Hinterrad. Aber das war mal was anderes. Und wenn es euch gefallen hat und ich das mal wieder machen soll, dann lasst mich auf jeden Fall unten in den Kommentaren wissen. Haut rein, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Peace.